Um diese feinen Pokale wurde am Freitag, Samstag und Sonntag im Sportzentrum Tinnum gespielt, beim Sylt Open, einem offenen DDV-Ranglistenturnier im Stil Dart, ließen die Darter ihre Pfeile fliegen. Der Dartsport ist auf der Insel ausgesprochen beliebt. Allein 9 Vereine gibt es auf Sylt. Der Verein Bulls Island Darts hat das Turnier in Tinnum organisiert. Aus ganz Deutschland reisten die Dartspieler an. 120 Herren und 35 Damen nahmen teil. Am Freitag fanden die deutschen Doppelmeisterschaften statt. Die Damen und Herren Einzel und das Jugendturnier wurden am Samstag gespielt. Am Sonntag spielte noch einmal jeder gegen jeden.